Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Serious M4. Okay, nach einigen Problemen haben wir die Arena erledigt. Mal gucken, was sonst noch kommen wird. Aber wir sind jetzt mal in Rom angekommen. Alright, these guys have to be down here somewhere. This makes it. How many times now we've dug Carter out of a hole? 4, if you count the buried spaceship in Peru. What is it with this guy? Now I am confused. McCartney was dead all along? Oh yeah, you got it, Father. Mental replaced him with a highly modified Eludrin Reptiloid just before Sergeant Pepper. And Elvis? Alive and kicking. I see. And what has that got to do with our Lord and Savior, Jesus of Nazareth? Now, if you analyze the Book of Revelations using the Rohan's Codex cipher with a reference to the Voynich manuscript, you get the lyrics to Hound Dog. And of course, they call him the King. Coincidence? I think not. I don't even know what to say. Sweet! Carter found someone to play with! Yeah, sorry you got stuck down here with Carter, Padre. Oh no, not at all. Our conversation was most illuminating. Okay, Rodriguez, you dig him out. I'll take care of the rest. Father, just tell me how to get that thingamajig. We are actually looking for text, not Ark of Covenant. Text leads us to Ark. What's this Ark anyway? A holy container described in Book of Exodus. A box? A box that, according to my research, contains Holy Grail. And that will help us defeat Mendel. How? Grail has power to heal all ills. With it, we can withstand this false god's assault on our planet. Music to my ears. Where do I find this text? When you get to Chamber of Nephilim in Vatican Library, you must find Statue of St. George. Hold down his sigil while turning his right arm in perpendicular direction. Then push his left arm upwards, and secret chamber containing document will be revealed. Sigil. That's a nice word. I should have a sigil. The sigil of Sam. Sam? Are you listening to me? Relax. Chamber of St. George. Push the sigil. Yada yada. I got it. Okay, ja. Ich glaube, das war ein bisschen zu kompliziert, aber gut. Kriegen wir hin. Sonst können wir uns ja noch mal melden. Okay, knapp 2 Kilometer zu laufen. Das ist ja auch kein Problem. Ah, kommen auch die Großen. Na gut, ich hätte ja vielleicht auch im Nahkampf, die Kleinen beim Nahkampf wegmachen können. Bisschen Munition sparen. Oh, das glaube ich nicht nötig ist. Ah ja, schon, wir haben wieder... War das T? F war das. Stimmt, Punkte habe ich lange keine mehr gefunden. Hallo, Sumpfschwarm. Okay, cool. Angekommen. Nett, nett. Sieht ja echt schick aus hier. Wie üblich. Oh. Alles klar. Dann machen wir das doch auch mal. Wo war der andere da? Doch. Waren das nicht gerade mehr? Na gut, sollte passen. So, das sind einfach nur Statuen da auf der Brücke. Noch wollen die uns nichts.
Na. Da sind die Drohnen. Oh, hi Dicker. Was können wir auch? Ah ja, wir haben ja tatsächlich auch wieder Granaten gefunden. Das ist ja ganz praktisch. Jetzt gerade ist aufgefallen. Oh ja, ist gut. Noch jemand? Nö. Gut. Ich denke, theoretisch könnten wir darüber schwimmen. Oh, hi. So, echt praktisch die Waffe. Da kann man nicht meckern. So, laden wir euch nochmal alles nach. Ja, das ist ein bisschen leer geschossen. Also wir müssen da hoch. Ich gucke mal, ob hier hinten noch irgendwas versteckt ist. Oh. Ja, schön. Na, unglaublich viel haben wir da auch nicht von. Da, aber ich glaube, Granaten sind hier die Lösung. Ja, wir haben es fast. Aber wenn ich jetzt dran gestorben wäre, das wäre ätzend gewesen. Nee, das dauert jetzt halt etwas zum wieder auffrischen. Ja, aber die Granaten waren dann doch hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Wie viel will ich denn hier noch einsammeln? Na, ich glaube, das passt so. So. Ach, schon zweimal Leben hätten wir das ja auch noch. Gut zu wissen. Ah. Gabriela ist tapfere Ricke. Okay. Gerne. Ich schaue gerade nochmal hier hinten nach. Das machen wir gleich.
Wer bist du denn? Signore, please, I need help. Signore, it is about my daughter, Gabriella. She's a scientist working for the Resistance. But yesterday, she went to her lab and she has not returned. Can you make sure she's all right? Please, I am an old man. I cannot fight. Sure thing, Pops. Okay. Schauen wir doch mal. Geht das hier rüber? Scheint mir fast so. Aha. Ja, fröhliches Explodieren. Läufst du jetzt ganz gemütlich da rein? Ist natürlich auch eine Idee. Du kannst gerne da stehen bleiben. Na komm. So ist das doch fein. Okay, die Herren. Da müssen wir hin. Ja, da scheint ja wirklich die richtige Tour zu sein. Okay. So, Gabriella. Gabriella war es, genau. Bist du denn jetzt abgeblieben? Sieht das hier eigentlich nach einem Labor aus? Oh, ne. Du schon wieder. Hältst du von der Runde Shotgun? Nicht viel. Das war's dann auch mal mit dir. Ne, da haben wir nicht genug für. Aber dafür haben wir genug. Wohl, ich sehe gerade, es geht doch ein bisschen zur Neige gerade. Was das angeht. Hinten müssen wir eh rum. Ah, sehr schön. Endlich mal wieder Raketen. Nein, das wollte ich, danke. Ah, noch mehr Raketen, cool. Come on.
So. Okay, die Waffe macht einfach viel zu wenig Schaden. Wo? Da. Und ich sehe gerade, du verziehst zu sehr. Lebensenergie. Ich habe das Gefühl, alles außer der Autoshotgun im Moment gerade scheiße. Kann das sein? So, wo siehst du jetzt gerade deine Wege da? Die haben ja noch. Ne, wir haben keine Granaten mehr. Uncool. Jo, ich brauche irgendwas, um die zu erledigen. Und ich brauche weniger Gegner, die mich ablenken beim Erschießen von denen. Wow. Hier war, glaube ich, noch Leben, ja. Immerhin. So, nimm das. Jetzt geht's doch etwas besser, wenn wir nicht mehr so abgelenkt sind. Hey, wieso lebst du noch? Finde ich nicht gut. Wow. Ja, seitdem macht echt Probleme zwischendurch. So. Weiter geht's. Mal gucken, was sie mir jetzt noch entgegenschmeißen wollen. Da geht's rum. Ja, so wirklich nach Labor sieht das aber echt nicht aus. Na gut, wahrscheinlich müssen sie halt gucken, womit sie arbeiten können. Sammeln wir mal gerade alles ein. Wir können es ja gut gebrauchen. Ich denke, wir müssen eh uns den Weg nachher wieder rauskämpfen. Hi! Hi.
Oh. Dann halt nicht raus, aber durchkämpfen. Ich hänge wieder an irgendwas fest. Dankeschön. Lebensenergie war, glaube ich, keine mehr da, ne? Das ist... Na gut, eigentlich nicht. Okay. Dankeschön. Zumindest etwas. Pep. Hurra. Ah, jetzt sind wir hier. Genau, das hat man ja vorhin von der anderen Seite schon gesehen. Na gut, suchen wir in der nächsten Folge mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ob ihr Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.